Ich habe echt lange überlegt, ob ich einen Titel schreiben soll, um welche Kamera es sich handelt. Aber es sollte irgendwie spannend bleiben, oder? Aber erstmal wünsche ich dir noch ein frohes neues Jahr. Das darf man heute auch noch sagen, oder? Also lass es gut gehen und wir machen weiter mit dem ursprünglichen Video. Eine Kamera von Sony habe ich also gekauft, denn so viel habe ich halt doch in den Titel reingeschrieben. Und die filmt auch gerade. Also eine Kamera von Sony, die auch gut für Videos ist. Außer halt die meisten, oder? Oder alle? Ich weiß gar nicht. Wie auch immer, die hier taugt auf jeden Fall auch für Videos, aber als Canon-User muss ich dir sagen, meine Fresse, hey, also die Bedienung der Sony. Und dabei hatte ich ja früher auch Sony, also ich kenne mich da ein bisschen aus und ich habe die jetzt auch schon ein paar Wochen, habe viel probiert. Aber so eine Canon lässt sich doch deutlich einfacher bedienen. Allein schon das Menü, um Gottes Willen, total überladen, kennt man ja so von Sony. Immerhin gibt es ein My-Menü, wo man die wichtigen Punkte zusammenfassen kann, sodass man nicht immer das ganze Menü durchsuchen muss, weil das wäre echt Harakiri. Ein Touchscreen hat sie auch, allerdings kann man damit nur den Fokuspunkt setzen und was halt auch irgendwie doof ist und vor allem, ich weiß gar nicht, was für ein Hinterwälder-Touchmodul da verbaut wurde. Das reagiert irgendwie, weiß nicht, wie eine Schnarchkatze. Naja, aber was soll ich machen? Das ist die einzige Kamera auf dem Markt, die all das kann, was ich will. Jetzt kommt hier eine S-Bahn angefahren. Einmal S-Bahn. Da haben wir sie. Also es ist die einzige Kamera auf dem Markt, die all das kann, was ich will. Wobei ich habe sie jetzt 6, 7, 8 Wochen und so ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr, ob sie wirklich das kann, was ich will. Auf jeden Fall, der Knackpunkt war der 8. Oktober 2021. Da habe ich wieder so einen Gewaltwasch von über 50 Kilometer. Jetzt kommt die nächste S-Bahn. Die kommt hier. Ha? Jetzt sollten erstmal alle durch sein, also nochmal von vorne. Es war der 8. Oktober 2021. Ich bin von Wustrau-Radensleben nach Brieselang gelaufen. Ein Teil meiner Ruppiner Land-Rund-Wanderweg-Aktion. Eigentlich war das eine doofe Wanderung, weil es viel über Straßen ging, aber entschädigt wurde ich einfach durch unfassbar viele Tiere am Wegesrand. Und das ist halt auch schon das Problem, bis auf ein paar Stechmücken und Zecken halten Tiere und Menschen eben einen weiten Abstand. Und ich hatte die G5X Mark II dabei, die hat 120 mm maximal Tele und es war einfach zu wenig, um die Tiere zu fotografieren. Deshalb ging eben nur Croppen oder wie heißt der, Digitalzoom, aber naja, du siehst ja, was dabei rauskommt. Und ja, der Autofokus der G5X Mark II, das hier ist bei Videos auch nicht unbedingt der Bringer. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Als ich mein Video Das Ende neulich gemacht habe, habe ich ja meine alte RX 100 Mark III rausgeholt und irgendwie hat mich die Nostalgie gepackt und ich habe mir eine RX 100 Mark VII gekauft. Die hat umgerechnet 24 bis 200 mm. Also ein längeres Objektiv als jetzt die RX 103, die hat 24 bis 70 mm, das haben glaube ich alle von RX 102 bis 5A, die haben 24 bis 70. Und wie gesagt, die, jetzt ist die hier an, die G5X Mark II hat 24 bis 120. Allerdings ist die G7X Mark VII ein bisschen lichtschwächer als die RX 100 mit 24-70er und eben auch lichtschwächer als die G5X Mark II. Außerdem fehlt der eingebaute ND-Filter, den haben die RX 100 3, 4, 5, 5A und die hier die G5X Mark II hat den auch. Das ist eigentlich echt ein cooles Feature, der fehlt bei der RX 100 6 und 7 und deshalb haben die mich nie so richtig interessiert, weil eben lichtschwächeres Objektiv und der fehlende ND-Filter, aber dafür eben bis 200 mm, also eine Brennweite her, ist dann doch definitiv das universellere Objektiv. Und mein Einsatzgebiet hast du ja gesehen, lange Wanderung. Und da ist leicht und klein halt doch von Vorteil. Sie ist nämlich auch kleiner als die G5X Mark II und zwar deutlich. Vor allem hat sie nicht diese überstehenden Elemente, was die Bedienung der G5X Mark II zwar einfacher macht, auch hier mit der Belichtungskorrektur. Aber wenn man gerade so eine Kamera in die Tasche stecken möchte, dann ist dieses Glatte natürlich doch besser. Und wie gesagt, deutlich kleiner. Also hier kleiner, auch in dieser Hinsicht kleiner, in jeder Hinsicht ein bisschen kleiner als die G5X Mark II. Das ist schon gut. Außerdem hat sie einen Mikrofoneingang. Den hat sie hier. Also diese Videos, die du vorhin gesehen hast, die ich mit der Kamera gemacht habe, die habe ich mit einem externen Mikrofon gemacht. Das ist schon echt cool für so eine kleine Kamera, wobei auch das interne Mikrofon erstaunlich gut ist. Auch deutlich besser als das von der G5X Mark II. Aber gut,
wenn ich sie für Video gekauft hätte, dann hätte ich lieber eine ZV1 gekauft. Aber verstecken muss sich die RX107 beim Thema Video definitiv nicht, vor allem nicht im Vergleich zur G5X Mark II. Sie hat verschiedene Framerates, also auch den HFR-Modus mit bis zu 1000 Bilder die Sekunde oder so, halt in geringerer Auflösung. Sie hat Farbprofile, sie hat einen besseren internen Ton im Vergleich zur G5X Mark II. Du hörst gerade also die internen Mikros. Ich hoffe, das funktioniert auch, weil wir nämlich ein bisschen viel Wind haben. Und sie hat vor allem den besseren Autofokus. Also jetzt gerade, wenn ich hier einmal wegdrehe und wieder zu mir drehe, dann warten wir mal, wer es hinkriegt. Kann sein, dass es die G5X Mark II auch hinkriegt. Aber der Autofokus der RX107 ist definitiv besser. Was für ein geiler Vorführeffekt, wenn ich es richtig gesehen habe. Hat nach dem Zurückdrehen die RX107 den Fokus nicht mehr gekriegt und die G5X Mark II hat ihn gekriegt. Aber Zufall. Also generell ist gerade bei Videos der Autofokus der RX107 doch deutlich besser als der von der G5X Mark II. Das hast du auch bei den Tiervideos gesehen, dass es da so geflimmert hat. Das hat die RX107 nicht, weil die hat Phasenerkennung, die G5X Mark II. Die hat nur Kontrastmessung, das ist gerade bei schnellen Bildfolgen. Oder bei Videos ist das halt, ja, da taugt es nicht so richtig was. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, denn für das, was ich mit der Kompakten mache, das sind hauptsächlich Fotos, da reicht der Autofokus der G5X Mark II locker aus. Bleiben also noch die 200 mm, also 80 mm mehr als bei der G5X Mark II. Auf dem Papier sieht es viel aus, aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher, ob man das damals auf der Wanderung so viel gebracht hätte. Ich hatte jetzt leider nicht mehr so eine Situation, wo ich das testen konnte, deshalb kann ich nur so einfache Vergleiche zeigen. Zum Beispiel hier meine Tochter, das ist jetzt mit der G5X Mark II fotografiert und zwar habe ich das Bild so vergrößert, dass es, also machen wir hier, das ist, eigentlich ist es so groß, aber ich habe eben nur diesen Ausschnitt genommen, dass es den 200 mm der RX107 entspricht. Da wäre das Vollbild so, einmal mit ISO 1000 und einmal mit ISO 400. Denn das große Problem ist tatsächlich die Lichtstärke. Und jetzt gerade auch auf der Wanderung, die Rehe, da war ja echt nicht viel Licht. Das heißt, die RX100 hätte mit der ISO-Empfindlichkeit hochgehen müssen. Und wenn man jetzt hier guckt, also jetzt nehmen wir einfach mal das Bild der G5X Mark II und gucken uns das an. Also man sieht definitiv chromatische Aberrationen. Also das bessere Objektiv von der Schärfe her hat die Sony, aber von der Lichtstärke her halt die Canon. Aber jetzt hier rangezoomt zu ISO 1000 bei der Sony, also ganz ehrlich, ich sehe da keinen Unterschied. Und die Sony musste eben so hochgehen. ISO 400 habe ich dann selber eingestellt. Also ich habe einfach Automatikmodus gemacht und machen lassen, was die Kamera macht. Und da hat sie ISO 1000 gewählt und da sehe ich jetzt keinen Unterschied, jetzt so von der Schärfe her oder auch von den Details zur G5X Mark II, ganz im Gegenteil. Also ich finde, großartige Unterschiede gibt es hier nicht. Genauso wie hier habe ich ein Regal bei uns zu Hause. Ach, Moment, jetzt passt's. Also hier dieses Regal bei uns zu Hause, G5X Mark II, genauso wieder rangezoomt, dass es passt im Vergleich zur Sony. Und bei der Sony war das Problem, da habe ich auch Automatikmodus genommen und die hat so kurz belichtet, dass alle Fotos unscharf waren. Das war echt komisch. Erst als ich dann von Hand eingestellt habe, die Daten, dass sie eben länger belichtet oder kürzer belichtet in dem Fall, dass ich es gehalten kriege, war es dann auch scharf. Und bei der Canon hat sofort das allererste gepasst. Und jetzt, wenn man hier mal guckt, hier Unterschied Canon zu Sony. Ja, die Sony hat ein bisschen mehr Details, aber das ist wirklich minimal im Vergleich. Also hier vielleicht dieser Schriftzug ist bei der Sony auch nicht besser. Und das, obwohl das Canon-Bild vergrößert sind sie alle. Einen habe ich noch, ich will jetzt gar nicht so richtig Sony mit Canon vergleichen, aber hier haben wir genau das gleiche Problem. Das war am Bahnhof auch. Canon, erster Versuch, sieht so aus. Und Sony, erster Versuch, sieht so aus, total verwackelt. Also die hat einfach, das war Automatikmodus, aber das kannst du irgendwie vergessen. Verwackelt, da belichtet die einfach zu lang. Und dann habe ich wieder manuell eingestellt. Da sieht man dann schon einiges hier, dieses Abstands- und Maskengebot, Fahrgastinformationen kann man alles lesen. Da ist es schon besser als die G5X Mark II, aber wie gesagt, die G5X Mark II, die hat es auf Anhieb hingekriegt. Allerdings ist die auch ein bisschen verwackelt, muss man zugeben. Aber gut, ich will ja gar kein richtiges Vergleichsvideo zur G5X Mark II mit der RX100 Mark VII machen. Das ist echt kompliziert, Mark II, Mark VII, da muss man echt aufpassen. Ich will nur sagen, die 200 mm sind bei guten Lichtverhältnissen bestimmt super. Aber sobald das Licht ein bisschen nachlässt, holt die G5X Mark II eben auf, weil sie lichtstärker ist, sodass dieses Croppen
zu ähnlichen Ergebnissen führt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die gleich sind, aber auf jeden Fall ähnlich. Es ist bestimmt eine super Kamera, die RX100-7, und muss sich jetzt noch bewähren, ob es sich wirklich gelohnt hat, die zu kaufen. Also der erste Eindruck im Vergleich zur G5 X Mark II ist jetzt nicht so granatenmäßig. Also wie gesagt, hast du ja vorher gesehen, mit der G5 X Mark II habe ich immer nur einen Versuch gebraucht und das Bild hat gepasst. Mit der RX100 hat es einfach immer länger gedauert. Dann auch die Bedienung. Ja, der ND-Filter, habe ich schon gesagt, auch ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist. Die G5 X Mark II macht einfach deutlich schönere Sonnensterne. Zum Beispiel hier dieses Bild, G5 X Mark II, wollte ich dann mit der RX100 machen. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Mir ist schon eingefallen, dass ich dann vor langer, langer Zeit mal dieses Bild mit der RX100-3 gemacht habe. Also bin ich wieder zu der Brücke gegangen, dachte, ich mache es jetzt einfach nach mit der RX107. Mal gucken, wie es aussieht. Aber auch da war es so, ich habe mehrere Versuche gebraucht, bis ich es hingekriegt habe. So sieht es dann schlussendlich aus. Ja, und dann ein Versuch mit der G5 X Mark II, das sieht so aus und das ist irgendwie doch schöner. Und gerade bei Wanderungen, ich mache sowas halt total gern, so einen Sonnenstern. Hier, dieses Bild, das habe ich gar nicht mehr mit der RX100 probiert, weil ich wusste, das kriege ich nur mit der G5 X Mark II hin. Wie auch immer. Beide Kameras haben eben ihre Vor- und Nachteile, sodass ich jetzt froh bin, dass ich beide habe. Die RX100 muss ich noch bewähren und die Canon bleibt bestimmt noch lang erhalten bei mir. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich Canon verkauft habe, das finde ich da hinten, oder finde ich eben nicht mehr das verkaufte Zeug. Das war mein ganzes EOS M-Zeug, also die M50 ist weg und die ganzen Objektive sind weg. Vielen Dank an die ganzen Zuschauer, die sich bei mir gemeldet haben, die was haben wollten. Das war dann relativ einfach, alles relativ zügig loszuwerden. Danke dafür. So, zum Abschluss nochmal draußen mit der RX107, weil es so schön ist. Vor allem, weil auch das Wetter irgendwie plötzlich total warm geworden ist. Aber schon interessant, wie ich zu meinen Wurzeln so zurückkomme und wieder zu den Kompakten. Das ist schließlich schon die zweite Kompaktkamera, die ich mir dieses Jahr gekauft habe. Oder vielmehr letztes Jahr. Also erste G5 X Mark II und jetzt die RX100 Mark VII. Ach, wie gesagt, kommen wir ganz zurück mit den Marks 2, 7 und dann bin ich auch noch einer. Ich bin gespannt aber, was du über die Kamera denkst und generell, was du über Kompaktkameras denkst. Denn eigentlich dachte ich ja die letzten Jahre, dass man Kompaktkameras nicht mehr braucht, weil das Smartphone da ist. Aber ich bin eben wieder ein bisschen zurückgekommen zu den Kompakten und finde halt doch, dass gerade die Edelkompakten noch ihre Daseinsberechtigung haben. Kommentier unten drunter einfach mal, ich bin wirklich gespannt. Außerdem denke ich, dass gerade zu Kompakten und auch zu der RX100 Mark 7 noch ein bisschen was kommt. Deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich verlinke dir hier ein Video, meinen ursprünglichen Test der G5 X Mark II und hier einen Vergleich der, was waren das, RX105 mit RX103 oder so, also die mit dem 24-70 Objektiv. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.